Liebe Gäste, liebe Orgelfreunde, ihr seht, wir sind hier bei der Firma Orgelbau Seifert in Kevela. Viele von euch wissen, dass in diesem Jahr und im letzten Jahr begonnen hat die große Restaurierung der Basilika-Orgel hier in Kevela. Es ist eine große Maßnahme und die Basilika-Orgel wird auf den Ursprungszustand zurückversetzt, beziehungsweise fehlende Register werden ergänzt. Hinzu kommt, dass der Orgelbauverein in diesem Jahr sein 10-jähriges Bestehen feiern kann. Der neu gegründete Orgelbauverein, es gab ja schon mal einen älteren Orgelbauverein, aber der war fast eingeschlafen. Warum sind wir jetzt hier? Wir sind hier bei Seifert, weil wir uns zum Jubiläum und für die Orgel eine besondere Aktion ausgedacht haben. Wir haben eine Auflage von 100 gedrechselten Holzkugelschreibern als Edition lassen wir fertigen, und zwar von unserem Mitglied, und der ist auch gleichzeitig Diakon an St. Marien, Norbert Reikers. So, diese Kugelschreiber, die also auf 100 begrenzt sind, auf 100 Stück begrenzt sind, die werden gefertigt aus Eichenholz, das aus dieser alten Orgel ausgebaut wurde. Die Orgel stammt ursprünglich aus dem Jahr 1907. Das Eichenholz ist noch nicht ganz so alt, aber es hat einige Jahrzehnte auf dem Buckel. Und wir wollen also das als besonderes Geschenk, Giveaway, wie auch immer, wollen wir das veräußern. Und der Erlös kommt komplett der Orgel zugute. Der Norbert Reikers macht das ehrenamtlich, dafür danken wir ihm auch ganz herzlich, aber das ist also diese Aktion. Und deswegen möchte ich Sie motivieren und inspirieren, dass Sie sich solche Kugelschreiber mal zulegen. Nähere Informationen bekommen Sie bei uns beim Orgelbauverein oder Sie sprechen mich direkt an. Wir wollen Ihnen jetzt zunächst einmal die verschiedenen Arbeitsgänge zeigen, die der Norbert vollzieht, bis so ein Kugelschreiber fertig ist.
Zugpferden. Zu dem Video. Ich nehme sie hier. Oh, das war der letzte.